Am rechten Schuh würde ich euch gerne diese erweiterte Pflege zeigen. Das heißt, wir haben das Schuhband rausgenommen. Das hat den Hintergrund, dass ich unseren Kunden im Laden, wenn wir über Schuhpflege reden, beim Kaufen immer sagen, Mensch, einmal im Jahr macht euch die Mühe, bitte nehmt das raus. Weil in dieser Falte, die hier ist, die ja bei dem normal gebundenen Schuh einfach zu ist, sammelt sich Sand, Laub, alles, was man so, je nach Gelände, wo man einfach drin rumläuft. Und wir hatten eben schon mal das im Laden erlebt, dass sich eine Kundin reinkam, auch nach einer ganzen Zeit, die das nicht gemacht hat, die hatte sich hier ein kleines Loch rein gescheuert. Beziehungsweise kommen auch ab und zu, ich sag mal so einer im Jahr vielleicht, rein, ein Kunde und sagt, oh, mein Schuh knarrt, was kann das sein? Auch da ist es so, hatten wir mal einen Schuh runter zu Meine geschickt und die sagten, dann kam ein Schreiben zurück, bitte doch einmal diese Lasche, Falte einfach mit Fetten, weil wenn das Leder austrocknet, kann das eben auch zum Knarren bzw. Quietschen führen. Deswegen sagen wir eben, in Anführungszeichen wirklich da eben diese erweiterte Schuhpflege ist, eben einmal das rausmachen und auch hier ganz klassisch natürlich wie vorher bei dem anderen Schuh eben auch, da mit Wachs reingehen. Und hier einfach wirklich eben auch mit diese Falte mit einfach wirklich einreiben mit Wachs, so dass da auch das Leder eben genug Nahrung kriegt. Wird oft vergessen, normal, macht nicht jeder, aber wer ein bisschen länger was von seinen Schuhen haben möchte, ist das mal, sollte man das eben einfach mal mitmachen. Ansonsten bin ich wieder dabei mit dem Lappen, das aufzutragen, ein bisschen grobflächiger, ein bisschen dicker, so dass es dann einfach reinzieht. Auch da ist es, hatte es ja vorhin schon angewähnt, wir werden regelmäßig gefragt, wie oft soll ich das machen. Wie gesagt, ich mache es einmal im Vierteljahr in der leichten Version, vielleicht oder nicht vielleicht, sondern einmal im Jahr in der gröberen Version. Das heißt, mein Schuh kriegt in der Regel 3 bis 4 Mal, auch ein bisschen nach Lust und Laune, Nahrung, so dass das Leder weich bleibt. Nun haben wir den Schuh von außen gepflegt, wie es zu sehen ist. Also er hat seine Optik ja komplett verändert. Wie gesagt, er dunkelt nach und er wird in der Oberfläche etwas speckig, was bei dem Borneo aus meiner Sicht eher eine optische Aufwertung ist. Den stelle ich mal zur Seite und den klappe ich mal auf, weil das wäre so mal die nächste Idee. Wir haben ja uns auch bewusst den Borneo ausgesucht, der auch innen drinnen natürlich ein komplettes Lederfutter hat. Ist ja das, was den Schuh auch auszeichnet. Da würden wir nochmal im nächsten Video euch die Pflege zeigen von innen drinnen. Auch das gehört natürlich bei einer Schuhpflege dazu. Dauert nicht lange, dauert eigentlich auch nur 4-5 Minuten, ist man auch schnell mit durch. Aber sollte man auch wieder einmal im Jahr ruhig machen. Ja, wenn ihr weitere Fragen habt, kommt gerne vorbei. Im Treckinghaus Greifswald, Lange Straße 34.